Ich muss ehrlich sagen, am Anfang, ja, die Geschichte, dass Hitler wiederkommt, ich dachte mir, ja, irgendein Blödsinn ist es. Aber ich habe eigentlich nach der dritten Seite, war ich restlos begeistert und kann es jedem nur ans Herz legen. Es heißt, er trägt den schönen Titel, er ist wieder da mit dieser schönen Frisur. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Autor dieses Werkes heute da ist. Mit großem Applaus begrüßen Sie Timur Wermisch. Gibt es eine Kopfnuss. Timur Wermisch, richtig super arisch, hört sich das aber auch nicht an, oder? Kommt drauf an, wie man es misst. Das ist halt, der Name ist ungarisch. Der Nachname, der Vorname ist, was halt der Vater gerade liest in der Zeit, wo halt vorher, da sucht er sich den Namen aus. So heißt man dann. Was liest man da, wo der Name Timur vorkommt? Üblicherweise mongolischer Eroberer. Bitte nein sprechen, sonst gibt es eine Kopfnuss. Also gut. Ich stelle mich gleich ein bisschen so. Ja, kann ich ihn draufhauen. Ist gesünder. Gut. Bücher über mongolische Feldherren. Hat der Vater gelesen? Kurz nach der Zeugung? Gelesen. Oder vorher schon? Während ich reifte. Ah ja. Tatsächlich. Ja, ich nehme es an. Vielleicht hat er es auch noch vorher gelesen. Das kann auch sein. Man weiß es nicht. Ich war nicht dabei beim Lesen. Okay. Wie kommt man drauf, ein Buch zu schreiben? Also Hitler erwacht 2011 im Frühling auf einer Blumenwiese in Berlin. Ich habe, glaube ich, nicht einmal irgendwo Blumenwiese, aber es ist so ein leeres Grundstück. Aber ich glaube, eine Blume ist auch dabei. Auf die Idee kommt man, weil man nicht genug von Hitler weiß. Weil man im Urlaub in der Türkei hockt, abends nicht weiß, wohin mit sich. Und dann geht man halt so in seinen Urlaubsort rum mit der Frau und dann findet man das so auf dem Markt, so einen kleinen Stand. Und dieser kleine Stand, der hat da ein gebrauchte Bücher und da ist eben auf Englisch steht dann Hitler's Second Book. Und dann denkt man sich, naja, dann kann ich das dritte ja auch schreiben. Wenn man wüsste, dass er tatsächlich ein zweites Buch geschrieben hat oder praktisch fertig in der Schublade gehabt hat, dann täte man das nicht denken, dann würde man sagen, naja, da ist es. Aber wenn man es nicht weiß, denkt man, das ist wahrscheinlich auch ein Witz, dann kann man den auch machen. Das ist aber nicht so. Und das zweite Buch ist tatsächlich auf irgendwelchen Märkten erwerbbar. Auf Märkten im Ausland sind überhaupt erstaunlich viele Bücher erwerbbar. Das ist bloß bei uns sind manche Bücher nicht erwerbbar. Was muss man studieren? Dieser Hitler rat oder denkt, es ist aus der Hitler-Perspektive ja geschrieben. Hitler sieht die Welt und deutet sie in seinem, naja, mehr oder weniger unzweideutigen Stil. Wie viel Hitler muss man gelesen haben, um diese Sprache rauszubringen? Eigentlich muss man nur anfangen, so ein bisschen Mein Kampf zu lesen. Dann hat man diese Sprache relativ schnell. Die ist recht mühsam, die ist recht gedrechselt, die ist so. Wie halt jemand schreibt, der mal zeigen möchte, wie man mal ein Buch schreibt, aber eigentlich kein routinierter Schreiber ist. Der möchte halt, dass das nach einem richtigen Buch, und wenn der von einer Sache zwei Worte kennt, dann verwendet er auch zwei, nicht nur eins, weil er kennt die alle. Und deshalb nach einiger Zeit, das macht Lust, das nachzumachen. Also macht richtig Spaß, dem Hitler, was ja sehr schön ist, diese Stelle, wo Hitler Privatfernsehen schaut, zum Beispiel, die ich auch sehr liebe, wo er sich irgendwelche Hottentotten im Fernsehen anschaut und dann typisch der Hitler spricht dann über das, was er da sieht. Ja, ja, es ist halt für ihn eine ganz andere Welt, weil er sieht ja nur, kennt ja nur diese Fernseher von damals und dass man halt da einen Kanal hatte und man bestimmte selber, was da reinkam. Und das ist halt paradiesische Verhältnisse und dann kommt er her und sieht diese modernen Fernseher und was wird da gesendet und wer kontrolliert es und wen interessiert es überhaupt, ob einer da Zwiebeln schneidet oder irgendwie eine Suppe rührt. Das kann doch eigentlich, ich meine, damals wurden Olympische Spiele gesendet.
Und jetzt hat man halt irgendeinen Koch und einer sagt, naja, kann man da auch Sahne nehmen? Ja, da können Sie auch Sahne nehmen, das ist auch schön. Das ist halt für ihn eine erstaunliche Verschwendung von Material. Aber da... Das bietet sich an. Wo er ja nicht ganz Unrecht hat. Also ich habe mich tatsächlich ertappt gefühlt mit irgendwelchen Betrachtungen in der Welt, wo man dann schnell mal sagt, ja, der könnte eigentlich sofort standrechtlich erschossen. In der Beurteilung des Nachmittagsprogramms sind wahrscheinlich sehr viele mit den Protagonisten des Buches einig. Das kann schon sein. Ich auch. Gibt sogar Zwischenablauf. Ja, jetzt ist das Ding ein Spiegel-Bestseller. Ja, nicht nur, glaube ich. Es ist auch auf anderen Listen. Der Spiegel macht nicht die einzige Liste, ja. Aber es ist auch auf anderen Listen, taucht es auf. Wie viel sind von dem schlimmen Zeug verkauft? Wir sind jetzt, glaube ich, über 100.000 Bücher. Jetzt und dann noch die Hälfte nochmal in Hörbüchern und Downloads und E-Books. Und ja. Es geht gut. Steigen da die Chancen bei den Weibern, dass man sagt, Mensch. Ich weiß es nicht, es erkennen einen noch zu wenig. Es ist ja vorne nicht mein Foto drauf, das würde vielleicht irgendwas ändern. Also. Sprechen Sie ab und zu wie der Hauptprotagonist vom Büchle? Normalerweise nicht. Es ist auch, ich habe natürlich dann irgendwann, wenn man die Texte fertig hat, dann prüft man, ob der sich so richtig anhört. Er soll sich ja irgendwie so anhören. Und dann gehe ich dann daheim immer im Wohnzimmer, so im Karree, immer das war gemusterter Teppich. Der hat, ich glaube, 7 Quadrate quer rüber und 5 längs oder so ähnlich. Die sind dann aber länger als ein Rechteck. Und da gehe ich immer im Kreis rum und lese mir so meinen Text vor. Und das ist der einzige Moment, wo man so, wo ich so in seinen Duktus einrutsche, ansonsten nicht. Können Sie aus dem Stegreif kurz einmal? Nein, was ich normalerweise mache, auch wenn ich lese, ist das Hörbuch, das liest ja dann der Christoph Maria Herbst sehr eindeutig in diesem Duktus. Das macht er auch sehr, ich hätte auch nicht gedacht, dass das geht, die gesamte Zeit über das, weil wenn ich das selber vorlese, immer gleichbleibend, dann wird es mir selber auch fad. Aber er hat da irgendwie schon so, er variiert es sehr schön. Und ich gehe halt ganz von diesem Schnarren weg. Ich nehme nur noch diesen Rhythmus, aber ich versuche es möglichst normal zu machen. Und das, ja, ich kann normal sprechen in diesem Duktus. Der normale Hitler. Sag mal was auf Hitler, das ist halt der komische Aufforderung. Könnte man, aber... Ich habe mir wirklich gewundert, wie ich das gelesen habe. Gab es da Aufschrei, dass das eigentlich nicht lustig ist oder dass man sowas nicht machen darf? Gibt auch Aufschrei, aber nicht sehr viele. Ja. Es gab auch Absagen für dieses Manuskript, aber auch nicht sehr viele. Haben Sie gewusst, das war der Beste? Ich schreibe jetzt mal den Beste oder einfach drauf los? Wenn es in die richtigen Hände kommt, dann, also es gibt so einen Moment, wo man es ahnt. Also, aber ich habe ja bisher noch nie einen geschrieben, einen Bestseller, also denke ich mir, naja, eigentlich, es könnte gut gehen. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn was schief geht und wo es schief geht und dann steht man halt dann da. So, also es war ab einer bestimmten Zeit zu ahnen, die machen das ja alles durchaus nicht schlecht. Es ist eine wunderbare Geschichte. Ich will nicht so viel verraten, aber Hitler macht eigentlich eine Comedy-Karriere, nachdem er da auf der Wiese aufgewacht ist. Naja, die Frage ist generell, was kann man mit Hitler anfangen, wenn man ihn aufwachen lässt? Und es gibt genau zwei Möglichkeiten. Die eine ist, entweder lässt man ihn zu irgendeinem Polizisten gehen und dann hält er ihn binnen Kürze verrückt und sperrt ihn ein. Und dann ist das Buch zu Ende nach 7 Seiten. Blöd. Und die Alternative ist, man hält ihn für eine Kunstfigur. Das ist eigentlich das Einzige, wie wir halbwegs normal auf ihn reagieren können, dass wir sagen, ja, wahrscheinlich ist das ein super Darsteller. Und genau das habe ich dann halt passieren lassen. Und dann versucht man ihn möglichst, ohne zu viel zu schummeln, ins Fernsehen zu bringen. Und dann hat man aber schon eine eigentlich recht sendefähige Figur. Es ist wirklich großartig. Es ist eigentlich ein großes aneinander vorbeiriegen, würde ich einmal sagen. Also die Leute, die ihn betreuen und ihn groß rausbringen, halten das für große Satire. Er meint es eigentlich ernst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da ein bisschen getroffen.
Es tut mir leid, es war jetzt nicht direkt so im Schussfeld eigentlich, aber es ist natürlich ja was, die Frage ist halt, wenn einer sowas macht, man müsste ihn kontrollieren und abklopfen nach seinen Inhalten. Man müsste halt schauen, was meint der tatsächlich, aber das überprüft halt keiner. Es gibt ein wunderbares Interview mit der Frau Kühnast, wo ich auch gedacht habe, gerade da lohnt sich das Buch wirklich, Interview mit Hitler und Renate Kühnast. Also wirklich zum Niederknien schön, ja. Naja, was soll er machen im Fernsehen? Er hat halt Gäste und dann kommt halt, er lädt halt jemanden ein. Ich habe mir jetzt auch die Frau Kühnast nicht rausgepickt, weil die doof ist oder so, sondern weil sie halt eigentlich auch jemand ist, der recht geschult in diesen ganzen Sendungen auftritt, der auch nicht auf den Mund gefallen ist. Und es war mir eigentlich dann auch wichtig, in diesen Momenten dann jemanden zu haben, dem man auch einen richtigen Text gibt, der nicht nur als Vorlagen für die Pointen liefert, sondern der auch einen Standpunkt vertritt, den man auch richtig vertreten kann. Und dann, die Frau Kühnast ist da eigentlich nicht verkehrt. Nach diesem bahnbrechenden Interview kriegt er dann von allen möglichen Parteien irgendwelche Anmeldungsscheine zugeschickt, dass er Parteimitglied werden soll. Also auch nicht wieder, nach dem Interview. Nicht nach dem der Auslösungsmoment für das Interview, für die Parteiinteressen ist natürlich sein unglückseliger Zusammenprall mit den Neonazis. Ach, stimmt, er wird von den Nazis auch noch verprügelt, was er auch so. Naja. Wenn einer herkommt und behauptet, er wäre es, und dann... Nein, aber natürlich ist ja klar, wenn die Nazis zusammenprügeln, der ist zusammenschlagen, das ist ja dann wahrscheinlich ein guter Mensch. Und damit ist er natürlich interessant für alle. Er ist irgendwann in der NPD-Parteizentrale und staucht diese Genossen dann ziemlich unwirsch zusammen und die können sich kaum wehren dem echten Hitler gegenüber. Ist ja auch nicht ganz einfach, dass man entdeckt, dass man halt da sitzen kann, den Leuten auf die Nerven gehen kann und nicht gut rausgeschmissen werden kann. NPD wirft Hitler raus, keine gute Zeit. Und dann natürlich, klar, an seinen Maßstäben gemessen ist das mit der NPD halt schwierig. Das ist halt dann, das ist keine richtige Partei, die prügelt niemand zusammen, die schlägt keine Kommunisten richtig, also nicht in dem Umfang. Oder wenn, ich fand es auch relativ sinnvoll, oder ihm die NSU mal ein bisschen beleuchten zu lassen. Das ist halt für ihn kein Terror, wenn man hinterher nicht weiß, wer es gemacht hat. Das ist halt, da müssen halt Fragen gehen. Damit die Leute auch wissen, aha, das waren die Rechten. Ja. Sie haben vorher bei der Abendzeitung geschrieben? Auch. Auch? Was? Auch. Wo haben Sie noch geschrieben? Nach der Abendzeitung beim Kölner Express, das ist etwas Ähnliches mit noch kürzeren Texten. Dann für verschiedene Magazine, auch Shape, ein sehr schönes Magazin für Frauenfitness. Ich habe mir unter anderem Gags ausgedacht für Joy, auch ein schönes Frauenmagazin. Bei dem ja, aber 20 Wege, wie man seinen Partner am lustigsten verlässt oder so, das ist halt von was leben. Aber auch lustig, sich Witze auszudenken. Also in einem gewissen Maße, den 50. nicht mehr, aber die ersten 30, das ist schon auch spaßig, das muss ich zugeben. Sie haben es ja der Boulevardpresse auch den Hass rausgelassen, also Hitler fickt die Bildzeitung, würde ich sagen, auch eine sehr schöne Episode. Ja, aber das ist, da, was mir daran natürlich gefällt, ist, dass man die beiden erst gegeneinander ausspielt und das natürlich die Bild-Zeitung in dem Part eigentlich der einzige Widerstand ist, den er findet. Jetzt nicht, weil die so toll sind, sondern weil die haben halt ihre eigenen sehr unbeugsamen Gesetze. Und insofern machen sie eigentlich aus den falschen Gründen das Richtige. Und die gegen ihn in Stellung zu bringen, gefiel mir eigentlich schon ganz gut. Und letztlich finde ich es natürlich auch interessant, mir hat es gefallen im Buch schon, die Sympathien auf seine Seite zu schieben, wobei doch Bild eigentlich immerhin noch so was Ähnliches wie Demokratie ist. Im Vergleich mit ihm natürlich. Auf jeden Fall. Sie waren auch Ghostwriter? Ja, da hat es mit den Büchern angefangen. Das war eigentlich ganz angenehm, weil es
diesen Respekt vor diesem Haufen Text nimmt. Also wenn man feststellt, ich habe jetzt dann schon 1, 2, 3, 4 Bücher für andere Leute geschrieben und ich habe jetzt schon diese ganzen Seiten gefüllt, das geht eigentlich, das ist jetzt nicht so schlimm wie am Anfang gedacht, das hilft. Ghost für einen Mundharmonikaspieler, einen Topmodel-Juror, einen Tatortreiniger und einen Handgepäckkontrolleur, also am Flughafen, der ihnen immer die Cremes wegnimmt und der hat das 2 Jahre gemacht. Das waren sehr unterhaltsame Erlebnisse, die er mir erzählte und ich hoffe, ich habe sie auch halbwegs unterhaltsam geschildert. Ah ja, ja. Und da kann man, wenn man in Zukunft sowas liest, wo man sagt, mein Gott, aber vielleicht schreibt er mal ein Buch über Hitler sozusagen. Das kann man bei jedem sagen. Wer weiß, morgen schreibt er ein Buch über Hitler. Metzger, Bäcker, alle. Über den Hürdis haben Sie die Biografie geschrieben, der Mundharmonika-Spiel. Ja, also das ist seine Autobiografie. Jetzt ist der Herr, das ist auch kein Geheimnis daraus zu machen. Der Herr Hirte ist jemand, der gut Mundharmonika spielt oder so wie der Mundharmonika spielt. Das kann man betrachten, wie man mag. Aber er ist niemand, der irgendwie normalerweise Bücher schreibt. Und wenn er irgendwas zu erzählen hat oder wenn er einen Verlag findet, er hätte was zu erzählen, dann gibt man ihm halt jemanden an die Hand, der ihm das so ein bisschen gliedert. Da fangen wir an, dann erzählen wir das so. Die Kunst ist dann in dem Fall natürlich noch ein bisschen größer, weil der Herr Hirte nicht so gern redet. Oder nicht so viel. Der ist kein Kölner, der kommt aus Lübbenau, das ist so Osten Deutschlands. Und der ein netter Mensch, aber er redet halt nicht gern so viel. Und dann muss man es halt ein bisschen formulieren, sodass er sich auch so liest, nicht wie einer, der die ganze Zeit schwafelt, weil anschließend muss der Herr Hirte ja auch wieder Interviews geben. Und mit diesen Interviews, da merken wir dann sofort, ob der so ist wie im Buch oder ob der im Grunde nicht so ist wie im Buch. Das muss noch ein bisschen ähnlich sein. Wie feiert Hitler Weihnachten? Einsam, zurückgezogen. Dann liest er ein bisschen, denkt, dass er keine Familie hat. Das ist ein hübsches, besinnliches Kapitel geworden. Stimmt. Weil er da so ein bisschen verzagt. Ein kleines Opernhaus malt. 2 Opernhäuser entwirft. 150.000 Leute. So ohne die rechte Lust, aber wer macht's denn, wenn nicht er? Also gewisse Sympathie ist tatsächlich da. Oder ein Mitfühlen. Naja, sagen wir mal, man kann sich in einiges hineindenken, ob man das sympathisch kann er eigentlich nicht richtig werden. Also sagen wir mal so, als Figur geht's, aber man weiß ganz genau, dass ein Abend mit ihm ein ziemlich schauriger Abend wäre. Jetzt nicht, weil er dauernd schreit oder sowas, sondern weil er halt dauernd redet. Und er hört ja niemandem zu. Da gibt es eine schöne Geschichte, ich glaube, der Walter Kempowski hat da Zeugenaussagen gesammelt, haben Sie Hitler gesehen? Und da gibt es eine schöne Geschichte von einer Schauspielerin, die zu Gast ist bei Goebbels. Und Goebbels steht irgendwann so gegen Mitternacht, geht ans Telefon, kommt zurück und sagt, der Führer kommt in 10 Minuten. Und alle sind so ein bisschen, keine Ahnung, weiß nicht. Und später kommt der Führer tatsächlich herein und begrüßt alle im Kreis. Und dann hält er eine Stunde lang einen Vortrag über Gummi. Dann geht er wieder. Und das ist die Begegnung mit uns. So sind eigentlich Begegnungen mit ihm, also vor allem dem späteren Hitler, immer geschildert. Er sitzt und redet und hält auch diese Monologe im Führerhauptquartier, erzählt, jemand stellt eine Frage, Vati referiert. So ist es. Und das will man natürlich privat nicht haben. Gab es Lesungen von Mein Kampf von Hitler, wo er danach Bücher signiert hat? Ich war nicht dabei, ich kann es nicht sagen. Malen Sie auch schöne Hakenkreuze hinein, wenn man ein kleines Büchlein bei Ihnen kauft? Hakenkreuze nicht, aber ich kann für Elsbeth schreiben und ich kann auch verschiedene andere Dinge so reinschreiben, die man mir sagt. Das würden Sie machen? Würde ich machen. Wenn diese Veranstaltung zu Ende ist, direkt bei Timur Wärmisch. Thank you.